Ja, vorm Spiel heute kommt der VfB Stuttgart zu Gast. Die Wettervoraussetzungen sind hervorragend. Was können Sie daraus machen? Was wollen Sie heute hier zu Hause erreichen? Ja, also wie Sie sagen, die Bedingungen sind optimal. Also natürlich wollen wir ein Spiel gewinnen, aber vor allem steht natürlich das gute Fußballspiel. Ich denke mal, wird ein richtig interessantes Spiel. Jahrgangsgleiche Mannschaften, VfB ein bisschen besser gestartet in der Saison als wir. Aber ich denke mal, es wird ein richtig gutes, ansehnliches Zieljugendspiel. Ja, Necker vorm Spiel heute in Freiburg. Die Bedingungen sind für hervorragend heute. Wird Ihr Spiel heute genauso hervorragend oder was haben Sie sich heute vorgenommen? Was können Sie heute möglich machen? Ja gut, ich denke, wir sind sehr gut in die Saison gestartet bis jetzt. Ich denke, heute haben wir mal so einen richtigen Härtetest, wo wir dann mal sehen, wo wir stehen. Das ist eine Mannschaft im eigenen Jahrgang. Das heißt, ich denke, körperlich werden wir sicherlich da gut dagegenhalten können. Zeigen wird sich dann, ob wir spielerisch auch das sagen wir, umsetzen können, was wir uns vorgenommen haben. Wenn wir das umsetzen können, was wir in den letzten Wochen jetzt gut trainiert haben, auch in den Spielen, was sich gut gezeigt hat, dann bin ich sicher, dann können wir heute auch die 3 Punkte mit nach Hause nehmen. Also sind wir überzeugt davon, das kriegen wir hin. Raus da, Janik! Kämpf! Okay, gut! Dennis! Nächsten Mal früher raus! Guter Ball! Benne, lauf durch! Oh, Marcel, fallen lassen! Let's see.
Tim, komm da entgegen! Jetzt noch! Gut, hey! Holz, geh! Gut gespielt, Harry! Also. Ja, vor mir die Torschützen, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt den VfB-Sieg heute nach Hause geholt. Und erzählt mir mal kurz, wie ihr die Kisten heute gemacht habt. Fängst du vielleicht an mit deinen zwei Toren? Ja, beim 1-0 war es so, ist der Ball irgendwie zu mir gekommen aus vorne Lauf. Hat mir der Gegner halt noch einen kleinen Rempel gegeben, aber ich habe mich irgendwie noch am Boden gehalten und bin am Tor vorbei und dann habe ich einen Eiskalt reingemacht. Und beim 2-0 war es so, Moses kam von der Seite und spielte eigentlich perfekt rein für den Sturm und da musste ich den Ball nur noch reinspitzen. Gutes Mannschaftsspiel heute, ne? Genau, das war wichtiger. Gut. Ja, also ich stand hier in der Mitte und der Ball kam irgendwie hier hin. Dann hat der Sturm in die Mitte prallen lassen und ich bin halt in den Ball reingelaufen. Bin ich dann in Richtung 16er gelaufen, habe keine Anspielstation gefunden, dann dachte ich probier's mal und ja, der Ball war halt drin. Hat geklappt, sehr schön. Ja, Jonas, erzähl kurz, wie hast du dein Tor gemacht? Ja, es war ein Freischusstor von außen, vom 16er-Eck, habe ich es halt flach und hab's auf den langen Pfosten gezogen. Dann. Ja. Und warst zufrieden mit dir heute? Ja, schade, dass wir nicht gewonnen haben. Ja, herzlichen Glückwunsch, 3-1 Sieg. Sie haben gut gestartet ins Spiel, haben dann kurz vor der Halbzeit ein Anschlusstor gekriegt, mussten in der zweiten Halbzeit teilweise noch zittern. Am Schluss haben sie es klar gemacht, unterm Strich zufrieden heute. Ja, mit dem Ergebnis sind wir natürlich sehr zufrieden, auch wie Sie richtig sagen, jetzt ja, die erste Viertelstunde, 20 Minuten, zweite Halbzeit waren wir schon sehr unter Druck und da können wir vom Glück sagen, dass wir nicht einen Ausgleich kassiert haben, aber dann haben wir uns Gott sei Dank wieder gefangen, haben uns dann auch besser auf die Umstellung vom Gegner dann einstellen können und die letzte Viertelstunde, denke ich, war es dann wieder okay so und von daher denke ich auch über das gesamte Spiel hinweg ein gerechter Sieg. Wer war für Sie der Spieler des Tages? Spieler des Tages, Florian Uyupay, natürlich mit zwei Toren, aber nicht nur deshalb, auch ansonsten ein richtig gutes Spiel gemacht, gegen den Ball unheimlich aggressiv, viel gelaufen, Räume geschlossen, also er war schon sehr auffällig, wobei ich will da eigentlich jetzt auch keinen rausheben. Ich denke, insgesamt war das speziell erste Halbzeit komplette geschlossene Mannschaftsleistung, da kann man keinen rausheben. Nachher, ja, ein oder anderen die Kräfte verlassen haben. Hat sich natürlich schon rauskristallisiert, wer athletisch schon ein Stück weiter ist, wobei das in dem Alter ja auch diese Unterschiede sind einfach und ja, rundum zufrieden. Na, im Spiel, Sie haben in der ersten Halbzeit zwei Tore gekriegt, auch nur eins geschossen, in der zweiten haben Sie eigentlich die Chance gehabt, hier noch das Spiel zu drehen, haben es nicht genutzt. Was ist das Fazit heute? Ja, wir haben eigentlich die ersten fünf Minuten ganz gut angefangen und dann haben wir eigentlich das Spiel völlig aus der Hand gegeben. Ja, da waren wir zu passiv und haben die Stuttgarter machen lassen. Da waren wir überhaupt nicht zufrieden mit der ersten Halbzeit. Dann haben wir es aber geschafft, in der zweiten Halbzeit das Spiel, unser Spiel durchzuziehen.
Und da auch muss ich den Jungs auch ein Kompliment machen, weil wir da echt dran waren, den Ausgleich zu machen, auch eine gute Chance gehabt haben oder die eine oder andere. Und letztendlich aufgrund der zweiten Halbzeit war es von der Art und Weise okay, das Spiel. Ja. Und ich denke, dass die Punktevergabe letztendlich auch so in Ordnung geht. NBW, Energie braucht Impulse.